So, da sind wir wieder. Wollen wir jetzt versuchen, mit dem Dialekt aufzuhören? Ich glaube, das wird schlimm. Ich hab hier einen Trollkeeper. Der hat ein Trollface. Ja, okay, dann hören wir damit nicht auf. Warte, ich will ihn auch sehen, du. Ich komm mal eben rum hier. Ich will jetzt versuchen, noch mit dem Skelett hier zu töten. Aber ich will doch zuschauen. Der stirbt gleich. Ja, Alter, Skelett, hammerhart. Der ist hier hinten, hallo. Der Skelett ist jetzt tot. Ja, ich bin auch gleich tot. Ja, mein ganzes Zeug liegt jetzt hier. Ich hab keinen Platz. Hier ist der Roffel. Alter, das war ein Trickshot. Hast du gesehen? Der war in dem Links reingelandet. Ich hab den da reingehauen. Weil ich das ja, genau so geplant hab. So, jetzt hier noch das Skelett. Pam. Ja, töte mal alle rum, weil ich muss hier versuchen, jetzt mein Zeug hier... In seine knochige Fresse. So, dann machen wir... Papa, sitzt da ein Creeper in dem Boot? In dem Boot sitzt ein Pedobär. Nein, nein. Ja, das passiert, wenn der Pedobär keine Minderjährigen bekommt. Dann platzt er einfach vor Wut. Er macht's, der Piff. Ja, damit wären wir wieder bei sehr fragwürdigen Kinderwitzen. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Wir sind hier nicht in... Ne? Wir haben aber Cards Against Humanity auch wirklich schon lange nicht mehr gespielt. Da fehlen ein bisschen die Leute teilweise auch dafür, weil die nie da sind. Ja. Und zu dritt ist auch irgendwie nicht so das Wahre. Ja, zu dritt geht's ja noch. Viel schlimmer ist es halt, wenn du es zu zweit machst. Das ist ganz langweilig. Kannst du gleich in die Tonne kloppen. Ja, derjenige, der anfängt, hat halt gewonnen. Richtig. Oh, danke, Ranzen. Manchmal irgendwas fackelt ja auf, ne? Irgendeine Fackel oder so. Die leuchtet auf, da kommt so ein Geräusch, dann denke ich, da geht gleich ein Creeper in der Luft. Geil. Du, so das geil, ist ja, das ist, du doch, das finde ich super. Das motiviert mich jetzt so richtig. Sag mal, so. So, dann hier. Und dann hier. So nicht. So. Ich weiß nicht, ich spiele dazu gar nichts. Ja, wie gesagt, so ging es mir gestern nach der ersten Folge und dann habe ich es halt auch gelassen. Wirklich mir heute. Weil man muss ja aufhören, wenn es am schlimmsten ist. Das Ding ist gestern, wo es angefangen hat, da waren nur noch 100 Kilometer. Da hole ich mir ja die 100 Kilometer, die ist ja nicht mehr lange, ne? Ja, das ist ja easy. Denkt man. Aber das ist schon ein ordentliches Stück Strecke, du. Sagen wir mal so 1000 Kilometer sind so ungefähr eine Stunde im Game. Alter, ne, hätte ich keinen Bock drauf, bin ich ehrlich. Wir sind insgesamt irgendwie 1600 gefahren. Ah ne, das war ja... Das ist nicht richtig so. Das waren irgendwie 900 Kilometer in ATS. Ja. Ich hab's aber noch geschafft, ohne einen Unfall zu bauen. Ja, wobei, kann man so lassen. Ja, du, das ist doch schön, du. Boah. Alter. Weil ein Unfall, ne, das wäre halt nicht gut. Hab ich gehört.
Sicher wissen tue ich das nicht. Mein letzter Unfall war halt auch nicht so schlimm. Oh, hier ist eine Katze. Ich bin sofort wieder da. Miau. Weil ich brauche dort die Kätzchen für die Kriebaufahren. Da kann ich mich nebenbei gleich drum kümmern. So, die kriege ich jetzt hier erstmal einen rohen Fisch in die Fresse geklatscht. Der muss richtig schön schleimig sein und stinken. Komm, Mischi, 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 komm. Guck mal, was ich hier an der Hand halte für dich. Ich hab ein Fischi. Warte, Fischi, Fischi, Fischi. Das riecht wie meine Ex zwischen die Schenkel. Na komm. Wenn du dein Ohr auf mein Oberschenkel legst, ne, dann kannst du das mehr riechen. Was? Also ich möchte jetzt hier keine Gerüchte über meine Ex verbreiten, ne? Aber die war schon irgendwie ein bisschen eklig. Hey Katze, lauf doch nicht weg, was ist denn mit dir? Komm her jetzt. Ich hab den besten Fisch. Den hab ich aus Hamburg. Den hab ich lieb. Diese verfluchte Mistkatze hier. Komm Muschi. Komm, renn hier. Miau. Richtig behaarte Muschi. Ja, die ist so richtig schön haarig. Ich finde die 70er. Wenn ich die gezähmt habe, dann muss ich die erstmal rasieren. Boah, nein. Lass die Katzen in Ruhe. Komm her jetzt. Du bist eine mongolische Nacktkatze. Katzen, ne, liebe ich über alles, aber Nacktkatzen, ne. Ohne Scheiße, ich habe mich mit diesem Thema sehr auseinandergesetzt, weil ja meine Frau Allergikerin ist und ich halt auch echt gern wieder eine Katze hätte. Man kann sich tatsächlich auch mit Nacktkatzen anfreunden. Ja, komm ran hier jetzt. Oh, jawohl, die Muschi ist meine. Oh, du bist so eine feine Muschi. Oh ja, fein. Guck mal, hier kriegst du noch einen Lachs. Gut, ist zwar Kabeljau, aber ist ja egal. Oh, das ist ein Angel. Ja, ich habe ja auch immer Katzen gehabt, bloß halt jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Weil ich musste mich entscheiden. Ich hab momentan eine Katze. Ich musste mich halt entscheiden, Katze oder Frau, und jetzt ist halt meine Frau im Keller, du. Weißt du, ich hab nur so ein Kellerabteil, da ist ein Vorhängeschloss dran. Der einzige Nachteil ist, ich musste den Herd darunter tragen. Das war nicht so angenehm, der ist echt schwer. Und ich muss halt immer runterlaufen, wenn ich mir was zu essen holen will. Aber ich habe gehört, jeder gute Mann hält seine Frau im Keller. Das ist artgerechte Haltung. Da musst du drauf achten. Weißt du, sonst ist es ja Frauenquälerei. Für mehr Tipps und Tricks rund um die Ehefrau, schau doch einfach auf meinen Kanal vorbei. Ich sag ja immer, ne? Wer seine Frau nicht schlägt, der ist halt auch kein richtiger Mann. Die beste Ehe funktioniert nicht ohne ein bisschen häusliche Gewalt. Das Schöne ist, jetzt kann ich sagen, weil meine Frau ist nicht da. Oh. Wenn man sich schon geschlagen hat, sich immer noch liebt, dann hat man alles richtig gemacht. Ja, genau. Und wenn dann an der Tür klingelt und die Polizei ist da. Weißt du, wenn das klingelt und die Polizei ist da. Und die sagt, oh nee, Herr Polizist, der hat mich nicht geschlagen, ich bin gegen die Tür gelaufen. Da muss ich eigentlich gleich nochmal reinschlagen, damit sie weiß, ey, ich hab dich so verprügelt, dass das sogar der Polizist gesehen hat. Wenn du noch lügen kannst, dann war das nicht fest genug.
Einfach mal mitten in die Fresse. Da kannst du noch was lernen von mir, jo. Ich hab keinen Bock, hier so viele Fischen zu fällen, du. Das artet in der Arbeit aus. Miau! Ich muss aber sagen, die Katze ist nicht so schön. Ich habe schon sehr viel hübschere Katzen hier im Spiel gesehen. So, jetzt ist hier schon wieder zappendüster. Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier den Eisengolem einfach mal umpump? Verpiss dich! Alter, ich bin aber auch echt todmüde ohne Scheiß jetzt. Ich weiß zwar nicht, wovon ich todmüde bin. Eigentlich habe ich das nicht eigentlich. Okay, mehr oder weniger, nachdem ich meine Mutter gepickt hat. Alter, die sind ja überall, geht weg. Also ich weiß bei mir ganz genau, woran es liegt, und ich weiß, das wird diese Nacht nicht besser. Weil ich wieder erst noch 6 Stunden. Ja, ich brauche sie aber, weil ich kann nächsten Samstag kein Ark streamen. Weil ich nächsten Samstag Resident Evil streamen muss, damit ich das halt am Stück hinkrieg. Weil sonst krieg ich den dritten Teil nicht rechtzeitig. Siehst du, und da muss ich jetzt mal hier in einen sauren Apfel beißen. Das heißt, diesen Samstag praktisch 6 Stunden und Resident Evil so durchschnittlich brauchst du knapp 8 Stunden, um den durchzuzocken. Also wird nächsten Samstag wieder asozial. Aber dafür gehe ich nächsten Samstag nicht auf Arbeit. Die können mich mal. Wieso war es Neues eigentlich? Ja, bei uns ist ja immer dieses Thema mit schlecht Wetter. Also wenn es regnet und so. Und bei uns hat es halt... Also wir haben jetzt dieses Jahr sehr viele Ausfalltage, weil halt das Wetter einfach so ist. Da kann ja kein Mensch was dafür. Und dann haben sie so, ja, wir müssen es wieder reinarbeiten und bla. Und haben ohne Scheiß gestern früh so... Ja, Jungs, heute soll es regnen, bleibt zu Hause, dafür kommt er morgen. Dann haben halt ein paar Leute gesagt, ja, ich kann morgen nicht, das ist zu kurzfristig. Ja, dann kommt er halt doch rein. Ende vom Lied war, ich habe gestern, ich glaube, effektiv eine Stunde gearbeitet. Sah aus, als wäre ich mit Klamotten in der Badewanne gelegen. Und ja, musste dann heute trotzdem. Dann wollte er, dass wir heute einen kompletten Tag voll machen. Also 8 Stunden. Sag ich du ganz ehrlich, ich arbeite an einem Samstag doch nicht bis 4. 2 Uhr, höchste der Gefühle. Ich brauche auch mal ein bisschen Wochenende und ich muss ja auch hier Minecraft spielen, du. Oh nee, keine Ahnung. Ich geh gleich vom Stuhl. Ich überlege gerade auch, ob ich bloß jetzt so 3-4 Folgen mache und dann vielleicht den Rest heute Nacht, während ich Arc schneide. Weil ich würde halt echt gern wenigstens ein Stündchen pennen. Weil ich wollte dann heute auch schon so gegen 6, 7 rum anfangen, damit es halt nicht erst Nacht um 3 der Stream vorbei ist. Jetzt bin ich so hin und her gerissen, weil eigentlich will ich fertig machen, damit ich das halt hinter mir habe, aber andersrum, ich bräuchte echt mal eine Pause. Mach das einfach. Oh, da ist wieder ein Pedobär. Oh, das ist ein Krater. Also die Pedobär-Textur für den Creeper, die finde ich halt mal richtig geil. Ich bin raus, Alter. Ja, mach dir keinen Stress. Ja. Dann sehen wir uns eigentlich, beziehungsweise wir hören uns ja heute Abend. Ja. Okay. Ja, nee, alles cool, mach dir keinen Stress. Dann bifft denne.
So, ich würde aber hier trotzdem zumindest das Lagerhaus mal noch ein bisschen vorantreiben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Folgen für die nächste Woche am Stück aufnehme oder zwischendrin noch mal eine Aufnahmepause mache. Das würde ich so ein bisschen spontan entscheiden, wenn ich ehrlich bin. Aber ihr wisst ja, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich brauche zwischendurch auch ein bisschen Schlaf. Boah, ich weiß noch damals mit 16 oder so, da hast du 2 Tage am Stück einfach durchgemacht und das war vollkommen egal. Heute schläfst du mal eine Nacht plus 3 Stunden und bist dann gefühlt für 2 Wochen tierisch im Arsch. Ich werde einfach zu alt für den Scheiß. So. Ich überlege gerade, auf welche Folge das ist. Ich glaube, das müsste die Folge sein. Heute ist Mittwoch, ne? Also, wenn das rauskommt. Heute ist Samstag, aber wenn es rauskommt, müsste Mittwoch sein. Das heißt, heute ist natürlich auch wieder Minecraft-Stream. Und ich weiß auch noch nicht, was ich da mache. Gemacht haben werde. Ganz komische Zeitverschiebung hier. Ich glaube, ich hatte mir vorgenommen, im nächsten Stream, also praktisch heute, das ist so komisch, wenn ich das sage, weil es halt nicht heute ist. Ich glaube, ich wollte hier ein bisschen terraformen. Ich wollte so Hafenmauer schon mal anfangen zu bauen, damit wir das hier alles mal auf eine Ebene bekommen und ein paar mehr Gebäude hier hinsetzen können. Weil das nächste Gebäude, kleinere, was halt eher dekorativ ist, weniger praktisch, würde ich nämlich auch gerne hier direkt an der Küste bauen. Das nur mal so vorweg. Also vermutlich wird in die Richtung heute was im Stream passieren. Wenn ich es nicht bis dahin wieder vergessen habe. Auch das ist nicht sehr unwahrscheinlich. So, das ist falsch. Mache ich aber erst, wenn der Boden komplett dicht ist. Sonst fliegt das wieder runter und ich muss wieder Treppen laufen. Und das, ja, das geht einfach so in die Oberschenkel und in die Waden. Dann habe ich wieder 4 Wochen Muskelkater, kann mich kaum bewegen. Mein Chef ist wieder angepisst, weil ich nichts mehr arbeite. Weil ich sage, oh, aua, mir tut alles weh, ich kann nicht mehr arbeiten. Ja, so läuft das bei mir. Eigentlich immer. Das ist so ein völlig normaler Arbeitstag. Morgens schon, nee, mache ich nicht. Da hatte ich ja auch letztens eine schöne Diskussion mit dem. Also der weiß ja, was ich so nebenbei mache. Der weiß auch, dass ich hier YouTube und stream und so. Und da hat er irgendwie so, ja, naja, ist auch bloß Blödsinn und was willst du denn damit? Und da war er irgendwie voll überrascht, als ich so gesagt habe. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich davon leben könnte, nicht mal gut. Also ich muss davon nicht reich werden, aber wenn ich nur hiervon leben könnte, ich würde sofort machen. Ich würde halt instant meinen Job bei ihm hinschmeißen. Selbst wenn ich, keine Ahnung, im Monat nochmal 100 Euro weniger rauskriege. Boah, das wäre mir so egal, aber ich wäre mein eigener Chef und ich könnte mir das alles so geil einteilen. Aber wir wissen alle, die Realität ist halt meistens eine andere. Ich kann davon nicht leben. Definitiv nicht. Es gibt zwar immer wieder Leute, die sagen, ja, ne, der Streamer, der ist bestimmt reich. Nein, sind wir nicht. 90% der Streamer, also ich rede jetzt eigentlich nur von mir, aber ich denke mal, das wird beim Großteil so sein. Ich gebe nur Geld aus für Spiele und Equipment und so, aber ich verdiene ja nicht wirklich was. Also ohne meinen Hauptjob könnte ich das ja auch nicht machen. So, haben wir das endlich geschafft. Decke ist drin. Und dann könnten wir eigentlich als nächstes gleich das Dach zumindest anfangen. Hier müssen wir natürlich auch noch einen Haufen ausleuchten. Hier könnten wir eigentlich auch nochmal hier so ein paar Balken ransetzen, die das Ganze stützen. Also praktisch hier. Das wird uns dann zwecks der Beleuchtung sehr helfen. So, und viele Dinger sind das ja auch nicht. Das sind ja, ich glaube, 4 Stützen. Oder 5? 4. Weil das hier natürlich auch ein vergleichsweise sehr, sehr kleines Lager ist. Ich weiß, gerade von mir ist man anderes gewohnt. Wobei, ich glaube, in der ersten Staffel war das auch nicht größer. Ich glaube, das in der ersten Staffel war tatsächlich sogar kleiner. Aber da hatte ich das Lager für mich alleine. Da musste ich den Platz nicht teilen. Jetzt muss ich halt schon ein bisschen schauen.
So, warte mal. Ich glaube, in der Mühle müssten wir noch sehr viel Zaun haben. Und bestimmt haben wir da auch noch die eine oder andere Laterne. Da gucken wir mal kurz nach. Auch die Bäckerei von hier hinten, wirklich süß. Das hier fällt mir schon recht gut. Ich weiß auch nicht, was wir hier mit dem Slime Chunk machen. Es ist halt interessant, weil zwei Stück aneinander sind. Andersrum, es ist mir zu zentral. Ich überlege aktuell so ein bisschen. Gut, das Loch können wir lassen. Einfach so jetzt für den Anfang, dass wir halt zumindest ein bisschen was farmen können. Aber ich würde irgendwo in die Richtung da hinten, wo dann praktisch auch der Steinbruch ist, da würde ich vielleicht nochmal nach einem Chunk suchen und den halt richtig aufziehen. Damit das halt, ja, von unserem Hauptlebensgebiet ein bisschen weg ist. So, hier haben wir Tropenholzbretter, die brauche ich nicht. Haben wir hier überhaupt, haben wir noch Zaun? Oder habe ich das schon mit nach vorne genommen? Ja, cool, dann war der ganze Weg umsonst. Gerade jetzt, wo wieder Nacht wird. Erstmal einen gebratenen Lachs zwischen die Backen klitschen. Was wollte ich sagen? Ich glaube, man merkt, dass ich nicht so ganz wach bin. Also ich merke es zumindest. Ich rede wirres Zeug. Boing. Wobei ich diese Tropenbäume hier sehr feiere. Ich will die eigentlich gefühlt fast gar nicht wegbauen. Was mich auch schon wirklich seit geraumer Zeit nervt. Hier. Jedes Mal diese Kacktür, wirklich. Ich hasse sowas. Gut, dann legen wir uns mal aufs Ohr. Was, wenn er gerade da ist. Eisen können wir halt einfach immer brauchen. Und solange die Dorfbewohner schlafen, kriegen wir es ja auch nicht mit. Das passt schon. Zum Glück sind die überhaupt nicht nervig. Warte mal, Farbstoff. Ach komm, ich schmeiße hier alles einfach mal irgendwo hin. Oh, glitzernde Melonenscheiben. So, was wollten jetzt eigentlich? Achso, ich suche hier nach dem Zaun. Zaun? Zaun? Falscher Zaun. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch wirklich, wirklich, wirklich viel Zaun hergestellt. Wo ist er hin? Und die kann ich gleich mitnehmen. Oh, Bambus haben wir auch ein bisschen. Die Enderperlen schauen ja geil aus. Ich weiß, wo die sind. Die sind bestimmt in der Truhe unten in diesem Slime-Chunk. Mal ganz ehrlich, dann ist es mir jetzt egal. Dann mache ich neue. Vierten Zaun. Und Laternen. Ach Mist. Sind jetzt die Laternen noch in der Mühle? Ich weiß es gar nicht. Ich laufe jetzt nochmal hin. Wow, ich laufe da nicht hin. Ich mache einfach neue. Weil wir haben wieder Kohle. Das heißt, ich kann auch ein paar Fackeln herstellen. Ich sag dir ein paar. Junge, was ist denn mit dir?
So, Eisen hatte ich doch. Genau, hatte ich geschmolzen. Das mache ich mal noch eben. So, 30 Laternen dürften reichen und dann würde ich sagen, morgen ausleuchten und gegebenenfalls fangen wir schon mal mit dem Dach an. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Bis dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Vergesst heute nicht den Stream, dann könnt ihr auch ein bisschen mitquatschen und ein bisschen Vorschläge reinbringen. Bis dahin, mach's gut und ciao, ciao.